glaube, das Spiel wird hier gleich unterbrochen. Nein! Tor! Der 13. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hatte gestern bereits begonnen, Leute. Checkt den Stadion-Vlog von gestern gerne ab. Und heute haben wir Samstag und wir sind in Berlin bei der Partie Hertha BSC Berlin gegen den FC Bayern München, Leute, im Olympiastadion. Es wird ein sehr, sehr nice Game, Leute. Deswegen lasst jetzt gerne schon mal einen fetten Daumen nach oben da. Kostenloses Abo. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, welches Stadion wollt ihr als nächstes sehen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zum Stadion und dann kommen wir gleich zum Faktencheck der beiden Mannschaften. Auf jeden Fall fangen wir beim Faktencheck bei Hertha an. Auf jeden Fall sind wir das letzte Spiel gegen die Bayern 2018 gewonnen, was doch schon über 4 Jahre her ist. Auf jeden Fall, wenn Hertha dieses Spiel gewinnen möchte oder irgendwie eine Chance haben möchte, müssen sie auf jeden Fall früh pressen und auf jeden Fall hart in die Zweikämpfe gehen, einfach so wie Augsburg das gemacht hat. Früh stören, dann haben sie auf jeden Fall eine Chance, da Bayern auch immer sehr, sehr hoch steht. Und allgemein brauchen sie echt einen bärenstarken Tag heute. Das Olympiastadion ist heute übrigens das erste Mal dieses Jahr ausverkauft und die Fans werden da, glaube ich, auf jeden Fall Vollgas geben und die Mannschaft supporten. Kommen wir jetzt mal zur anderen Mannschaft, und zwar der FC Bayern. Ist aktuell bärenstark, also wirklich, es ist... Die spielen so stark und haben einen super Kader. Manuel Neuer ist auch wieder von der Partie, also er ist wieder dabei. Er war ja lange Zeit lang verletzt und ist jetzt wieder am Start. Bayern wird auf jeden Fall alles daran setzen, dieses Spiel heute zu gewinnen, denn sie sind aktuell Zweiter in der Fußball-Bundesliga und das wollen sie natürlich nicht. 3 Spieltage vor Winterpause auf jeden Fall werden sie alles daran setzen, wieder auf Platz 1 zu kommen. Und ich würde sagen, das waren jetzt genug Fakten zu den beiden Mannschaften. Jetzt gehen wir erstmal ins Stadion. So, let's go, Leute. Ich bin drinnen im Stadion. Sehr, sehr nice, weil gerade so ein Struggle, das hat so lange gedauert. Leute, wir haben übrigens sehr, sehr nice Plätze. Wir sitzen vorne in der ersten Reihe Mittellinie. Das Ticket hat über 100 Euro gekostet. Wenn ihr mal Bock habt, dass ich so euch erkläre, wie ich immer so die Karten so bekomme, schreibt sie gerne unten in Kommentare. Und allgemein, wenn ihr so Karten habt, wie Spiele, die auch sehr nice sind, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Also ja, das ist sehr nice. Allgemein könnt ihr mir gerne auf Instagram folgen. Dort mache ich öfter mal Umfragen, welche Stadien ich als nächstes besuchen soll. Also folgt mir gerne auf Insta. Seht ihr hier eingeblendet, marvin_vlogt. Und ich würde sagen, let's go. Jetzt gehen wir wirklich ganz rein. Der erste Blick ins Stadion. Es ist so nice. Wir sitzen da ganz, ganz unten. Ich hoffe, wir haben gute Sicht. 75.000 Menschen werden heute hier sein. So, Leute, direkt die erste Reihe. Sehr, sehr nice. Wir müssen jetzt auf jeden Fall dort so rüber. Oh, dieser Blick aus der ersten Reihe. So nice. Vielleicht hätten wir vielleicht mal die zweite buchen sollen. Weil vielleicht ein bisschen die Videodinger könnten im Weg sein. Aber ich hoffe auf jeden Fall nicht. Da machen sich schon so ein bisschen die Bayern warm. Spiel geht auch bald los. Wir sind die Herthaner. Das wird das Spiel des Jahres für Hertha auf jeden Fall. Hier ist so die Aufstellung von Bayern. Stark sein, allein Musiala. Ich bin echt mal gespannt, was das heute wird. Also mein Tipp ist, dass Bayern dieses Spiel 4-1 gewinnen wird. Schreibt mal gerne rein, was habt ihr getippt, wie das Spiel ausgeht. Jetzt kommt so die Aufstellung von Hertha. Schon und stehen bereit. So, Leute, das Spiel geht jetzt los. Ich bin echt gehypt. Es wird so ein geiles Game. Ich freue mich mega. So, Spiel geht los. Bayern spielt von rechts nach links. Bayern war im Vorwärtsgang. 3. Minute. Ah, Fehlpass. Jetzt. Chance für Hertha. Oh. Oh! Das war die erste Chance im Spiel nach 3 Minuten. Echt stark. Also Hertha spielt jetzt nicht schlecht. Erste Ecke im Spiel kurz ausgeführt. Oh, abgefälscht. Und erstmal lang Hafer. Noch nicht. Abschlag Bayern. Sehr starkes Zeichen. Die Bayern halten ja gerade einen Banner hoch. 15.000 Tote für 1 Million Euro. Ich weiß nicht genau, was da steht. In der WM. Ja, Tana, man das Gleiche. Auch mal gerne eure Meinung zu der WM in Katar unten in die Kommentare. Was haltet ihr davon? Ich muss nochmal revidieren. Da stand nicht Millionen, sondern Minuten. Sorry. Oh, jetzt mal. Komm. Sehr stark. Ja, Mann! Erste Chance, Musiala, Tor, sauber. Junge, die sind so eiskalt. Das ist die allererste Chance im Spiel für Bayern. Direkt das Tor. Musiala, so eiskalt, der Junge. Er ist echt, jetzt steigt die Party hier. Also, wir kommen jetzt langsam ins Spiel auf jeden Fall. Nächste Chance.
Mané, komm Junge. Oh. Der Ball ist noch heiß. Also so viel Ballverluste darf man sich irgendwann nicht erlauben. Oh, Foul. Sehr stark Spiel, aber Neuer ist einfach. Der ist einfach 12. Feldspieler gefühlt, ey. Aktuell gar keine Chancen, also wirklich für Hertha. Jetzt geht es ja in die andere Richtung. Wenn sie jetzt schnell machen, dann kann das echt gefährlich werden. So ungenau gespielt. Foul. Dritte Ecke für Bayern. Kimmich wieder 25 Minuten. Oh, was war das denn? Der ist noch. Oh. Sauber, Manu. Vorteil, sagt er. Jetzt Foul. Also man muss ehrlich sein, ich finde so die ersten 30 Minuten Bayern gefällt mir jetzt nicht so gut. Viele Fehlpässe. Allgemein kommen sie noch nicht so ganz rein. Könnt aber gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Sehr schön gesehen. Oh. Jetzt schnell geht. Könnte noch was werden. Ich kann das nicht beurteilen, ob das ein Foul war. Ich sehe nur die Leuchtreklame. Oh! Sehr stark. Auf Manu ist einfach Verlass. Jetzt. Ja! Sauber! 2-0. Also, Hertha die Chancen mit. Sind jetzt nicht mal so schlecht. 2-0 Bayern. Sauber natürlich. Freut mich. Aber ich muss sagen, Bayern spielt heute nicht so gut, aber es ist Choupo-Moting geisteskrank. Das ist wirklich richtig geil. Oh, jetzt aber, komm. 3-2. Oh. Tor! Wie geil ist das? Ey, ich nehme nur alles zurück. Jetzt habe ich gerade gemeckert. In 2 Minuten 2 Tore. Jetzt wird es ganz bitter für Hertha. Also da jetzt zurückzukommen. Aber geil. 3-0. Nach 38 Minuten. Tor. 1-3 nur noch. Jetzt geht's hier rund, ey. 5 Minuten, 3 Tore. Ich gönn's in der Tat, aber wirklich. Auch wenn ich Bayern-Fan bin, ganz ehrlich, das war schön. Da kann man es nochmal sehen. Boah, sauber genommen. Keine Chance für Neuer. Also chancentechnisch ist es natürlich komplett okay, das 1-3. Bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. So, der Schiri, der prüft da jetzt erstmal was, was genau geht. Was die Tätigkeit war. Auf jeden Fall wird jetzt erstmal was geprüft. Gibt es jetzt 11 Meter? Okay. 11 Meter! Bist du verrückt? Ey, das gibt's doch gar nicht, ey. 3-0 und 2-3 steht's, ey. Das ist doch. So, 45 Minuten haben wir jetzt. Ist gleich Halbzeit. Ist, glaube ich, auch besser, dass die Bayern sich erstmal nochmal sammeln können. Das ist ja so, Freunde, Halbzeit. Bayern hat insgesamt 4-mal aufs Tor geschossen. Also wirklich Torschüsse. Und 3 Tore geschossen. Also, ich muss sagen, 5 Tore ist geil. Also, man sieht sehr, sehr viel. Sehr unterhaltsam für euch. Ich hoffe, wir auf eine zweite torreiche Halbzeit. Schreibt mir gerne unten Kommentare. Findet ihr, Bayern war stark oder sagt ihr, was meint ihr? Das würde mich gerne interessieren. Zweite Halbzeit geht weiter. Die Jungen, wie viele Rauchbomben die hier zünden. Digga, was ist eure Meinung dazu? Ich glaube, das Spiel wird hier gleich unterbrochen. Auch mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Was haltet ihr davon, wenn das so ungefähr aussieht und hier solche Rauchbomben gezündet werden? Also seid froh, dass es hier kein Geruchsfernsehen gibt. Das sieht zwar super aus, aber es stinkt wirklich unnormal. Oh, komm. Der ist noch. Junge. Schiri sagt gar nichts. Boah, da geht's ja rund im 16er.
Tor! Ja, Mann! 4-2. Was war da los? Der Ball einmal eingestochen und da war er drinnen. Ey, das ging ja rund im 16er. Junge, Hertha hat den Ball nicht rausgekriegt und dann ging er rein. Sauber. 4-2. Es war übrigens ein Eigentor. Jetzt gibt es ja noch Diskussionen. Vielleicht wird das Tor ja wieder zurückgenommen. Das Tor wurde zurückgenommen. Bist du verrückt? Ey, das ist ja unglaublich, was für ein Spiel. Oh. Hier ist ja gar nichts. Jetzt gibt es Freistoß Hertha. Gute Position, schafft es 25 Meter. Oh, abgefälscht, sehr stark. Wir sind jetzt bereits 75 Minuten gespielt, aber ich muss sagen, die zweite Halbzeit Hertha ist echt stärker geworden. Da hat man echt nicht gedacht und jetzt sind sie wieder im Vorwärtsgang. Aber nicht mit Manu. Bayern wechselt jetzt. Gnabry geht raus, Sané kommt. Ecke Bayern. Schade. Oh, Ballverlust, ganz unnötig. Fehlpass. Oh. Junge. Jetzt passt da bloß hinten auf. Also Bayern müsste jetzt einfach mal versuchen, noch mal das vierte Tor zu machen. Das ist zu riskant meiner Meinung nach, gerade bei den ganzen Fehlpässen, die sie gerade spielen. Freistoß Bayern, das sind ungefähr so 23 Meter, 25 Meter Torentfernung, schätze ich mal. Ey, das war ja ein Schuss in den Ofen, zweiter Stock Herrenetage, Leute. 4 Minuten Nachspielzeit, aber es geht wieder nach vorne. Jetzt sind wir Freistoß Bayern, das kann die letzte Chance sein. Oh. Mist. Oh, nein! Oh. Oh mein Gott, ist das spannend! Wir reklamieren Elfmeter! Abseits! Jetzt pfeift er endlich ab hier! Komm! Ja, vorbei! Und damit hat Bayern 3-2 gewonnen, Leute. Sehr, sehr nice. Ich muss sagen, war jetzt nicht ein überragendes Spiel, aber der Sieg zählt. Wichtig. Und Hertha hat echt gut gespielt auch nochmal. Hertha, also ihr habt echt ein super Spiel gemacht. Und ja, ich bin froh, dass wir gewonnen haben. Sauber. Glückwunsch Bayern. Ja, Freunde. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich auch aus Berlin. Es war ein super Spiel, muss ich sagen. Viele Chancen. Bayern war meiner Meinung nach jetzt nicht wirklich gut. Aber wir haben dafür viele Tore gesehen. Und ja, ich würde sagen, Leute, das war's mit dem Stadion-Vlog. Wenn euch gefallen hat, lasst einen fetten Daumen nach oben da. Kostenloses Abo. Checkt gerne den Stadion-Vlog von gestern ab. Und Dienstag sehen wir uns in München. Bayern München gegen Werder Bremen. Also Leute, bis dann. Ciao.